Hallo und herzlich willkommen bei Fishing Planet mit Lensen. Ja, ich bin hier im Semifinale vom Bass-Turnier. Zurzeit auf Platz 4 leider. Vorhin habe ich länger den Platz 1 gehalten, aber naja, ihr seht schon die Unterschiede. Also sind nicht wirklich groß. Naja. Ja, schauen wir mal, was da noch raus wird, aber ich glaube, es bleibt bei dem Gewicht. Es ist schon recht schwierig, ich bräuchte jetzt einen Fisch, der mindestens, ich sag mal, 2 Kilo hat, aber der wird mich halt nicht auf Platz 1 bringen. Also 2-2 wäre schon optimal, dann wäre auf jeden Fall auf Platz 1. Aber naja, das ist alles nur ein Traum. Schwarzbarsch, ja genau, 2-2 wäre ganz gut. Ja, ich habe hier jetzt 10 Profis halt und naja, die wollen halt, die beißen so recht zäh, sag ich mal. Aber sie beißen die Profis die ganze Zeit, konnte man hier, auf jeden Fall an der Stelle, wo ich bin, konnte man hier die ganzen 2 Stunden auf jeden Fall Profis fangen. Das hat ganz gut funktioniert. Ich habe jede Stunde, ich glaube, so mindestens, ich will jetzt nicht lügen, 3 Stück gehabt, sag ich mal. Ungefähr 3. Ja, in der letzten Zeit ist recht für wenig von mir gekommen auf YouTube, also Fishing Planet mäßig, weil mit dem letzten Update, das hat mir nicht ganz so gefallen, da haben die einiges am Gameplay verändert, so wie es wie es mir aufgefallen ist halt, ne, das Anschlagen, und hast du nicht gesehen, das hat sich alles wieder mit dem letzten Patch geändert, es haben sich viele Plätze wieder geändert und normalerweise müsste eigentlich einiges von mir kommen, aber ich bin faul gewesen und hab nichts gemacht. Naja. Oder es kam mir einfach nur so vor, weil nach dem Patch bin ich echt reingegangen. Ich dachte mir, die wollen mich doch verarschen. Ne? Also ich habe im Endeffekt keinen einzigen Fisch angeschlagen gekriegt. Ich habe nicht verstanden, warum. Also immer wenn ich eine Route nehme, die eigentlich für den Fisch optimal ist, habe ich ihn einfach nur nicht mehr anschlagen können. Ich habe nicht verstanden, warum jetzt. Haben die das wieder wie früher gemacht, dass man einfach nur dieses Brett, das High-Level-Ding hier, einfach nur nimmt und dann kriegt man jeden Fisch mit voll angezogener Bremse angeschlagen, sobald man reagiert, finde ich völliger Quatsch, das ist ein Schritt zurück für mich. Aber naja, die müssen es halt wissen, was die da machen und naja, wie gesagt, wenn ich jetzt hier mit der, gucke ich jetzt sogar, wenn ich jetzt hier mit der Jig-Winner gefischt hätte, kann ich jetzt schon davon ausgehen, dass ich die Hälfte der Fische, die ich hier gefangen habe, auf jeden Fall nicht angeschlagen gekriegt hätte. Dann dreht bei mir die Bremse einfach nur durch und ja, jetzt passiert einfach nur nichts. Der Fisch, ich sag mal, die Geschwindigkeit von, die Einholgeschwindigkeit geht sogar hoch, aber ich krieg den Fisch halt nicht angeschlagen. Ja. Das fand ich nicht so doll. Aber naja. Man kann halt nichts dran ändern, was die da machen. Man muss es einfach nur akzeptieren und sich wieder drauf einstellen. Wie gesagt, ich bräuchte jetzt noch so einen schönen Barsch, so 2-2, so einen schönen Trophy. Und ihr seht, es ist
so richtig todrosa eigentlich. Passiert gar nichts. Also normalerweise sollte die Top 10 also für mich auf jeden Fall sicher sein. Und ja, ich bin gespannt, wie es im Finale läuft. Gapi kommt nur noch mal hoch. Fehlen wirklich. Was sind das? Au, da hat er noch einen gekriegt. Okay. Da hat er jetzt noch einen gekriegt. Okay, also erster Platz. Yeah. Unwahrscheinlich, da müsste ich jetzt zwei Stück fangen. Bräuchte erstmal nur einen. Ja, schon gar nicht so verkehrt. Ich sehe da jemanden sogar, der hat einen Unique gefangen, also Schwarzbarsch, einzigartigen. Auf Platz 8. Das ist der einzige, den ich bis jetzt gesehen habe. 3 Kilo 100. Richtig gut. Ich frage mich wo. Ja gut, am Schwarzbarschpunkt. Ne? Aber naja, ich weiß nicht. Das. Ja gut, Fehler war es nicht. Ne? Er ist in der Top 10 drin. Wie gesagt, also theoretisch ist hier im Fishing Planet die Top 10. Oh, da werde ich sogar mal auf Platz 5 runtergeworfen. KP kommt nochmal. Platz 2. Läuft bei dem. Schon heftig. Also die letzten 15 Minuten, die sind jetzt richtig anstrengend. Nachdem man jetzt 2 Stunden saß mal wieder. Das ist schon richtig heftig. Jetzt mal diese 2 Stunden aufzubringen, um dieses Turnier mitzumachen. Aber schade. Dass da wohl bei mir nichts mehr kommt. So wie es aussieht. Ja gut, ich darf mich eigentlich überhaupt nicht beklagen. Ich habe bei dem Turnier sogar noch 5 Minuten zu spät angefangen. Und da war halt die Beißzeit, ne? Das heißt, in 5 Minuten, wo ich reinkam, die waren schon, die meisten hatten 3 Kilo oder so. Die erste glaube ich sogar schon 5. Beschweren sollte ich mich jetzt hier nicht, dass ich da noch in der Top 10 bin. Eigentlich ein Wunder. Ist insgesamt ein Wunder von bei mir, weil die Quali schaffe ich, naja, nicht immer, aber in den meisten Fällen. Aber beim Semifinale verkacke ich es meistens. Einfach nur auf übelste Art und Weise. Was eigentlich schade ist, ich war bis jetzt. Ich glaube, einmal war ich im Finale. Das war direkt beim ganz ersten Turnier
Forellenfischen war das. Schon Ewigkeiten her. Habe ich sogar, glaube ich, ja, ich habe da Videos drüber gemacht. Da ging es noch um richtig Kohle. Tausend Dollar ausgespielt. Also aufgeteilt natürlich, aber war eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Naja, jetzt kriegt man halt Equip dafür. Na, jetzt komm, 4 Minuten. So langsam muss er aber kommen, na. Wenigstens den zweiten Platz hier. Also bei mir am Gewicht hat sich, ich glaube, seit 50 Minuten hat sich da nichts getan. Überhaupt nichts. Ich hätte theoretisch die letzten 50 Minuten überhaupt nicht mitspielen brauchen. Weil die Trophys, die ich da gefangen habe, die waren einfach noch viel zu klein. Boah, das ist echt anstrengend. Ja. Noch 3 Minuten. In den Qualis, da kann man wenigstens noch zwischendurch eine kleine Pause machen oder so. Das hätte ich vielleicht hier auch machen müssen. Gar nicht so verkehrt gewesen, glaube ich. So mitten drinne, 1 Stunde über ist oder so. Dass man so eine 5 Minuten Pause einlegt. Nichts passiert, ey. Fischi. Barsche, wo seid ihr? Ich weiß warum. Das ist wieder, wenn ich die Aufnahme gestartet habe. Jetzt war das so geil, ey, wenn die Aufnahme läuft. Ja, vorher lief sie auch, aber naja. Ich bin mal wieder nicht gequatscht die ganze Zeit. Ich hab mir gedacht, ja, nimmst du nur die letzten 15 Minuten auf, fertig, wird das Video nicht zu lang. Und gucken, vielleicht schneide ich da noch ein bisschen was rein, aber ich glaube, ich lasse es einfach sein. Ich lasse einfach nochmal ein Gequatsche die letzten 15 Minuten, wie ich rumgeheult habe. Und dann ist doch alles gut. Ja. Was mache ich denn in der letzten Zeit? In der letzten Zeit habe ich ein bisschen mehr PUBG gespielt. Dann die letzten paar Tage spiele ich wieder Diablo 3 auf Hardcore. Was ich sehr, sehr lange nicht mehr gespielt habe. Also, wenn ihr da ein bisschen Bock drauf habt, mich ein bisschen ziehen wollt, sag ich mal. Dann könnt ihr mich gerne auf Steam anschreiben. Und eine Runde mit mir zocken. Gerne auch mit TS. Ach, Mann, heftiger Scheiß. Wieder nichts passiert, ey. Nicht normal. Naja, letzten 40 Sekunden. Ich glaube, das war's. Schade, schade. Hätte mehr werden können. Ich habe ja jetzt noch einen zweiten geschafft. Ja. Respekt, Respekt. Sehr schön. Ja, hätte auch sein können, dass ich da hinten im Auto vielleicht mehr Erfolg gehabt hätte. Den Platz switchen wäre vielleicht auch eine Option gewesen. Ich
Naja, da soll es wohl gewesen sein. Auf Platz 5 am Ende, naja, ich sag mal so. Besser wie nichts, ne? Auf jeden Fall 10 Trophys, vor allem Barsche. Hat eigentlich ganz gut funktioniert, was ich mir vorgestellt habe. Naja. Und wie gesagt, ich schneide euch die Fische nicht rein. Das Video soll nicht zu lang werden. Und ja, morgen gibt es halt das Finale. Ich bin gespannt drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ich sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.